Interludium, Illidans Aufgabe. Stunden später trifft Prinz Kaltas an Illidans Stützpunkt endlich den ehemaligen Dämonenjäger und bittet ihn um Hilfe. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon gezeigt haben in der letzten Folge, aber jetzt ist es einfach nochmal drin. Es war richtig, zu mir zu kommen, Kaltas. Mich plagt dieselbe Qual wie euch. Der Hunger nach Magie. Hatten wir uns schon angeguckt. Könnt ihr uns helfen, Lord Illidan? Könnt ihr uns heilen? Eine Heilung gibt es nicht, junger Freund. Aber Mittel und Wege, den Hunger zu besänftigen. Folgt mir, und ich gewähre eurem Volk mehr Magie, als ihr es euch vorstellen könnt. Dann soll es so sein. Lord Illidan, meine Blutelfen und ich schwören euch demütig die Treue. Erhebt euch, junger Kaltas. Ihr sollt meine rechte Hand und der Überbringer meines Zorns sein. Wie lautet euer Plan, Meister? Viele Monate nach der Niederlage der Legion in der Schlacht am Hyjal trat einer der letzten großen Dämonenlords an mich heran. Kill jeden. Illidan. Einst wart ihr sowohl Freund als auch Feind der brennenden Legion. Aber als ihr den Schädel des Gul'dan verzehrt habt, habt ihr eure Niederlage in dieser Welt besiegelt. Ich biete euch eine zweite Chance, uns zu dienen. Was verlangt ihr von mir, Großmächtiger? Meine eigene Schöpfung, der Lichtkönig, hat mich verraten. Er hat es gewagt, den Pakt zu brechen, der ihn an meinen Willen bindet. Aber seine Seele liegt noch gefangen im Frostthron. Vernichtet ihn für mich und ich gebe euch, was euer Herz begehrt. Wie ihr wünscht, Großmächtiger, wie ihr wünscht. In Dalaran habe ich versucht, mit dem Auge von Sageras die polaren Eiskappen am Eiskronengletscher zu schmelzen. Und wäre mein Zauber geglückt, wäre es für immer um den Lichtkönig geschehen gewesen. Aber die verfluchten Nachtelfen sind dazwischen gekommen. Und so schlug mein Zauber fehl. Nach meinem Scheitern bin ich in diese Einöde geflohen, um Kil'jedens Zorn zu entgehen. Wenn ich hier mein Exil fristen soll, müssen wir Kil'jedens Schergen aus diesem Land vertreiben. Kapitel 5, Tore des Abgrunds. Zwei Tage später bereiten Illidan und Prinz Kaltas. Ach, scheiße. In einem der Schämen wird den Angriff auf Magteridons Dimensionstore vor. Moment, habe ich die Mission nicht schon mal gemacht? Stimmt! Ach! Vor langer Zeit. Alles halt, stopp, zurück. Es ist einfach alles schon so lange her. Guck mal, ich hab's sogar Break genannt. Geil. Die Kartendatei, die von dem Spielstand benutzt wird, unterscheidet sich von der Kartendatei auf deiner Festplatte. Wie geil ist das denn? Darf ich die Mission wieder bei Null anfangen, ne? Dann sind wir richtig. Da muss ich die Mission eh nochmal spielen. Meister. Es kommen weitere Dämonen durch das Tor. Aber theoretisch habe ich die Mission schon gemacht. So, zu 50%. Aber jetzt darf ich die nochmal machen. Von Anfang an, weil durch den Patch anscheinend das Savegame nicht mehr geht. Entschuldigung für die Verwirrung. Es funktioniert. Illidan schließt das Portal. Wir müssen ihm mehr Zeit verschaffen. Abgeschlossen.
geschlossen. La 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 la. Ihr macht das alles schon. So, ihr könnt mal den Block anmachen von 50%. Abgeschlossen. Da können wir direkt die neue Mine. Eine Rolle der Auferstehung. Wer hat die genommen? Du, wundervoll. Dann können wir die Toten wiederbeleben. Forschung abgeschlossen. Guten Morgen, Hass. Es ist mehr Holz erforderlich. Ach, wir haben gar keinen, der Holz sammelt überhaupt gerade. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Düt. Arbeit ist vollbracht. Was? Wer? Wo? Warum? Und bitte sei jetzt nicht so stressig heute Morgen, ja? Ja, leg dich mal hin. Schön, schaut euch die Pilze an. Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist vollbracht. So, du baust den noch auf. Da müssen wir mal gucken, dass wir noch mehr Türme haben. Weil ich keine Truppen zurücklassen werde. Und wir werden ja trotzdem ab und an mal angegriffen.
Die Schildkröte kommt zu dir. Arbeit ist vollbracht. Da sind noch ein paar Nahkämpfer. Schauen wir uns mal, von denen die Rüstung noch auf Maximum kriegen. Kaum steigst du in die U-Bahn, kommt schon die Fahrscheinkontrolle vorbeigelaufen. Unrealistisch. Arbeit ist vollbracht. Die arbeiten doch gar nicht. Werden angegriffen. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. In München arbeiten die verstärkt. Warum? Fahrkartenkontrolle versus Coronavirus? Arbeit ist vollbracht. Fernkämpfe verstärken, Gebäude verstärken. Ausbau Arbeit abgeschlossen. Vollbracht. Ausbau abgeschlossen. So, und du wirst auch ein Kanonenturm. Ach, die waren hier Holz am Sammeln. Soll ich jetzt so spielen, als ich die Mission nie gespielt habe, oder soll ich sie so spielen, was ich schon weiß? Denn ich weiß alles. Magteridons Streitkräfte belagern dieses Draenei-Dorf. Wenn wir sie vertreiben, schließen sich die Draenei unserem Kampf an. Die Naga sind so genial, dass ich sie in dieser Mission null nutze. Nein, sind eigentlich wirklich gut. Forschung abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Unsere Stadt wird weiter. Ausbau abgeschlossen. Unsere Stadt wird verlagert. Arbeit ist vollbracht. Unsere Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das Upgrade ist noch nicht durch. Arbeit ist vollbracht. Okay, und da oben wird angegriffen. Forschung abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach Leute, überhaupt ihr seid denn überall hingegangen? Dass ihr so gelitten habt. Ausbau abgeschlossen.
Hallo, Dr. Wolfenstein. Ups. Ausbau abgeschlossen. Unser Held ist gefallen. Na, besser als beim ersten Mal, wo ich die Basis hier angegriffen hatte. Da bin ich nämlich dann einfach gestorben. Ja, Illidan ist gefallen, Ende der Geschichte. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Ich bin Akama, Ältestenweiser der Draenei. Lord Illidan hat versprochen, uns von unseren alten Feinden zu befreien. Im Gegenzug für unsere treue Ergebenheit. Diese verfluchten Orks dienen Magteridon, einem schrecklichen Grubenlord. Sein schwarzer Tempel liegt im Westen. Und unter seinem Befehl hätten die Orks uns beinahe ausgerottet. Aber nun werden wir uns mit Illidans Hilfe wehren und das Land unserer Ahnen zurückerobern. Auch wir dienen Illidan, alter Mann. Wie ihr meint, Fremdling. Wie ihr meint. Das werden wir ja sehen, ob ihr Illidan wirklich dient oder nicht. Sind die Draenei eigentlich Aliens? Ich wäre Lore technisch jetzt nicht 100% sicher, um das zu bejahen oder zu verneinen. Aber stürzen sie nicht mit dem Raumschiff irgendwie ab? Forschung abgeschlossen. Sie stürzen mit der Exoda auf Azeroth ab. Sind aber keine Außerirdischen deshalb, ne? Ich kann hier nicht bauen. Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Holz erforderlich. Ausbau abgeschlossen. Danke, Hass, mit Stufe. Forschung abgeschlossen. Nee, danke Micha für das Stufe 1 Abo, was du verschenkt hast. Arbeit ist vollbracht. Ist die Exo da ein Raumschiff? Fragezeichen. Ausbau abgeschlossen. Unsere Stadt wird belagert. Mein Gott, ist der Höllenschrei nervig an der Stelle. Wir werden angegriffen.
Oh, wie auch immer er heißt. Oder Mützgil, ist mir egal. Also Klingenmeister-Held. Ausbau abgeschlossen. Die drei Einheiten kommen eigentlich aus der Scherbenwelt. Sie sind eigentlich die wahren Bewohner der Scherbenwelt, ne? Irgendwie sowas. Die Orks waren ja nicht. Also, ich glaube, die Orks waren in der Scherbenwelt nicht beheimatet. Die kamen ja, glaube ich, aus irgendeiner anderen Welt, die vernichtet wurde. Drainer sind Flüchtlinge, oh mein Gott. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wer wohnt denn jetzt wo? Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Die drei Einer wurden von den Dämonen gejagt. Dämonen? Ach, Dämonen. Wäre auch komisch, von einem Damm gejagt zu werden. Forschung abgeschlossen. Gejagt von den Dänen. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Boah, was für ein gutes Timing, ey. Ist vollbracht. Das ist genau in dem Moment, ey, die von der brennenden Legion hier langlaufen müssen. Hab Dank, Fremde. Diesmal hätten uns die elenden Orks fast erwischt. Falls ihr ihnen den Garaus machen wollt, werden euch unsere tapfersten Krieger zur Seite stehen. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Mehr Holz.
Nein, die Orks werden nicht grün wegen der Korruption. Die werden grün wegen Angela Merkel. Und weil die Erde flach ist. Weil, Ausbau abgeschlossen. Wie könnte denn sonst eine Kugel, die ich auf den Boden lege, stehen bleiben, wenn die Erde nicht flach wäre? Da sagen eure Wissenschaftler nichts gegen. Das ist wieder ein wundervoller Mensch der Schöpfung, leider verstorben beim Versuch zu beweisen, dass die Erde flach ist. Weil er mit seiner selbstgebauten Rakete abgestürzt ist. Merkwürdig. Das hat bestimmt die Regierung inszeniert. Die haben die mit einem Laser abgeschossen. Aus dem All. Der auch flach ist. Denn jeder weiß, der Weltraumspiele spielt, die sind meistens zweidimensional von der Fläche und nicht dreidimensional. Er ist nicht abgestürzt. Ist das auch Fake News gewesen? Der ist in das Nichts gefallen. Ah, das erklärt einiges. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oder fällt mir ein, vielleicht sollte das Portal unten auch mal kaputt machen. Aber wenn diese Basis hier weg ist, ist das bedeutend entspannter. Ach, da sind die Rüstungsupgrades für die. Hm.
Mach kaputt. Damit wir an den Gesundheitsbrunnen ran können. Und da oben steht bestimmt mein Feuer. Also mein Phönix-Ding. Bums. Forschung abgeschlossen. Ach. Manchmal ist meine Sprache so kultiviert, ey. Ich weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Kultur. Alter. Ich kümmere mich um dieses Portal. Keltas, ihr müsst mich erneut beschützen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Magteridon hat Verstärkung gerufen. Das macht nichts, denn wir haben Level up. Forschung abgeschlossen. Arbeit unsere ist Streitkräfte werden angegriffen. Arbeit ist vollbracht. Das Tor schließt sich. Kämpft weiter, meine Krieger. Unsere Stadt wird belagert. Forschung abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mein Gott, ihr könnt aber einen ganz schönen Chili machen, ey. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Arbeit, Arbeit, kein Holz. Vor den Hütten. Ausbau abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Also damit da oben nicht 99 steht, brauche ich jetzt noch einen hoch. Forschung abgeschlossen. Wurde auch jenes Dimensionstor geschlossen. Arbeit ist vollbracht. Das funktioniert sogar mit der richtigen Taste. Und der Hund ist eingeschlafen. Ach, das war auch ein anstrengender Morgen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Zweimal gekackt hat er draußen. Danach würde ich mich auch nochmal hinlegen.
Es sind übrigens noch zwei Dimensionstore offen. Forschung abgeschlossen. Ich habe gerade gemerkt, ich bin mit der Kamera davor. Noch irgendwas zum Erforschen? Denke nicht. Alles habe ich gebaut. Danke, Kasa, fürs Folgen. Forschung abgeschlossen. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Wir haben schon neue freigelegt. Deshalb ist das irrelevant. Du hast eine angenehme Stimme. Ja, das ist korrekt. Das ist meine, ich habe erst einen Kaffee getrunken, Stimme. Akama hat uns von euren Taten berichtet. Wir helfen euch in Lord Illidans Namen. Oh mein Gott. Oh. Ihr unterdrückt gerade Gehen. Deshalb habe ich jetzt schon Tränen in den Augen. Ich meine natürlich wegen der Dramatik dieser Mission. Verteidigt mich, während ich dieses Tor schließe. Weil diese armen Draenei so ein schlimmes Schicksal hatten. Und auch die Blutelfen. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Das Tor öffnet sich. Es stürmen noch mehr Dämonen durch. Aber man kann es mit dem Gegner auch mal übertreiben, ne? Und was ist mit euch, mit eurem Ausrufezeichen? Habt ihr eine Quest? Das Tor bricht zusammen! Verteidigt Lord Illidan! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Ja, aber es hält ja nicht lange aus. Das war es ja von der... Also beim ersten Mal mit der Mission. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da muss ich nachher ganz kurz mal schauen, ob ich die halbe Mission hochgeladen habe oder nicht. Weil ich glaube, ich habe die damals auf der Festplatte gehalten, weil ich gedacht habe, ach, das schneidest du dann zusammen. Forschung abgeschlossen. Und dann kam RimWorld DLC. Und das hat ein bisschen Zeit gekostet.
Forschung abgeschlossen. Meine Güte. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Was, alle beide? Oh, eine meiner Schildkröten ist tot. Da brauche ich ein bisschen Ersatz. Die zwei weg. Dafür kommen zwei Priester mit rein in die Party. Oder auch nicht. Oh, geht zur Illidans Truppe. Hier ist eh kaum noch was da. Wir sind Truppe 1 mit drin. Und warum seid ihr nicht mit dem runtergelaufen? Nach da. Oh ne. Arbeit ist vollbracht. Ist das nicht wundervoll, wie die Raena-KI mir hilft die ganze Zeit? Nicht. Sie blockieren nur meine Einheiten in meiner Basis. Obwohl, es könnte sein, dass sie jetzt wirklich mit nach Norden kommen, in das Lager. Sie haben da, glaube ich, schon mal angegriffen. Dann lasse ich euch mal vorbei. Wir sind genau hinter euch. Weit hinter euch. Tja, wie man sieht, sieht man nichts.
wo willst du hin? Zurück. Produktionsstätte angreifen. Unser Held ist gefallen. Diesmal für ein größeres Ziel gestorben, so. Gibt doch nicht, ey. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ups, vielleicht nicht zu dem Brunnen gehen, den ich noch nicht freigelegt habe. So, ihr macht jetzt wahrscheinlich den Rest. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Achso, ich mache ja schon Schildkrötchen. Wo willst du hin? Bleib hier. Danke, Flottenadmiral, fürs Folgen. Stopp. Alters, bist du aufgehalt? Gerne bist du aufgehalt. Ich brauche noch einen Kaffee, aber die Mission ist noch nicht vorbei. Und ich habe schon... Verdammt, da ist sogar noch Kaffee drin. Minischluck. Hab dich bis jetzt nur von YouTube gekannt, wusste gar nicht, dass du streamst. Ach so. Okay. Twitch-Kanal ist von 2016. Aber ja, ich streame eigentlich fast alles, was ich spiele inzwischen. So, holt die Drachen runter. Angegriffen.
Dann da, bevor da doch was rauskommt. Endlich. Aber dennoch, danke fürs Folgen. Es muss dir nicht leid tun. Wir machen alle mal Fehler. Ab mit dem Kopf! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wie man sieht, ist das ein Multiplayer-Match. Ist das kein Multiplayer-Match, sondern, oh mein Gott, ich bin noch nicht... Ja, ich darf nicht sagen, ich bin nicht wach, es ist 12 Uhr. Seit 9 Uhr bin ich eigentlich wach. Wie man sieht, ist das ein normales Story-Missionsspiel. Weil ich die Kampagne durchspiele. Mission 48 müsste es sein. Wenn man alle zusammenzählt. Das war, glaube ich, das letzte Ork-Lager, was man hier tötet. Mal nur gucken, wo der Aufstieg war. Weil hier war der nicht direkt. Du musst irgendwie von Süden da rangehen. An dem Brunnen vorbei. Ich bin zu alt für Warcraft Multiplayer. Ich würde wahrscheinlich über die Wegfindung nur 30 Minuten meckern. Dann sagen alle, boah, der ist voll toxisch. Den kann man nicht zugucken. Und ich kann nur recht geben. Ihr habt uns das Leben gerettet. Wir stehen euch zu Diensten, Blutelf. Man ist nie zu alt zum Spielen. Und wenn es ganz schlimm kommt, kannst du immer noch Civilization spielen. Arbeit ist vollbracht. Hund, willst du vielleicht noch ein bisschen lauter schnarchen? Meister, das letzte Dimensionstor ist von Dämonen umgeben. Uns steht ein schwerer Kampf bevor. Fürchtet die Dämonen nicht, Ketas. Die Zeit wird kommen, da sie euch Meister nennen. Ja komm, Hauptsache die Drachen sind drunter. Das war mein Fehler letztes Mal. Ich habe einfach Illidan auf das Tor gesetzt. Das war nicht so geil.
Aber dann kamen direkt die Unterstützungstruppen plus die Truppen, die um das Tor drum standen. Ich weiß, ob ich das Holz jemals nochmal brauchen werde. Das letzte Tor schließt sich. Bleibt standhaft, meine Krieger. Unser Sieg ist nahe. Das Tor ist fast versiegelt. Wir müssen standhalten. Zeit der Torversiegelung 2 Minuten 1. Streitkräfte werden angegriffen. Jetzt einfach alles mal nach vorne. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, noch 11 Sekunden. Da ging die Zeit aber schnell vorbei. Ich glaube, wir haben Zeit, einen Filmriss. Und das ohne Alkohol im Café, im Rum. Wir haben es geschafft, Meister. Alle Dimensionstore sind verschlossen. Nun kann Magteridon keine Verstärkung mehr rufen. Das stimmt. Aber seine Streitmacht ist immer noch gewaltig. Der Angriff auf seinen schwarzen Tempel wird uns einiges abverlangen, Keltas. Nur zu, ich mag Herausforderungen. Ach, wundervoll. Ich glaube, die müssen einfach mal gut eine Stunde.